Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge habe ich, glaube ich, gesagt, dass ich dafür sorgen würde, dass hoffentlich Erik gelevelt wird. Ich habe es aber noch nicht ganz geschafft und ich muss dringend eine Folge aufnehmen, damit die heute noch rausgeht. Deswegen habe ich mir gesagt, dass ich erstmal mit Scar weitermachen möchte. Eben war er noch hier oben drin. Ich hoffe, er ist jetzt immer noch hier drin. Ich habe ihn nicht rauslaufen sehen. Nein, natürlich ist er nicht mehr drin. Das war so klar. Scar hat ja seinen eigenen Dickkopf. Moment, jetzt stand er doch gerade da. Ich wusste es. Er ist wieder so... Oh. Oh, wie gut. Du bist es. Gameplayerin, ich habe eine kleine Angelegenheit mit dir zu besprechen, die mein Gebiet betrifft. Komm mit. Wo liegt das Problem? Sag mir, hast du in deinen ach so tollen Terminkalender einmal Zeit genommen, um die sonnige Ebene zu erkunden? Moment, was rede ich da? Du gehst ja immer auf Nummer sicher. Nun, wenn du dir die Mühe gemacht hättest, wüsstest du, dass das Gebiet mit Gnu-Knochen übersät ist. Oh, endlich. Kannst du sie nicht selbst entfernen? Oder will ich wissen, was mit den Gnus passiert ist? Was ist mit den Gnus passiert? Das weiß ich nicht mehr. Aber das ist nicht der Punkt, Gameplayerin. Der Punkt ist, dass der größte Teil der Ebene für mich, uns, unbrauchbar ist. Bevor du weggingst, war das kein Problem. Du warst sehr gut darin, die Knochen auszugraben und sie zu entfernen. Natürlich war das deine herrschaftliche Schaufel damals besser. Ich glaube, mich zu erinnern, dass etwas mit diesem aufgeblasenen Dagobert Duck zu tun hatte. Er konnte deine Schaufel auf irgendeine Weise verbessern. Hört sich gut an. Ich werde mit Herrn Duck darüber reden, meine Schaufel zu verbessern, damit wir die sonnige Ebene säubern können. Du darfst jetzt gehen. Das ist nett, danke schön. Knochen brechen, okay. Ich weiß nicht, wie positiv sich dieser Titel anhört. Keine Ahnung. Wo sind wir denn hier? Da. Ich sehe nämlich gar nichts. So. Dann, ach stimmt, ich war heute noch gar nicht bei Dagobert. Bevor ich, was haben wir denn hier? Einen schönen Tag noch. Das soll von die Schönen das Biest sein? Ich muss mit dir sprechen. Ja, ja, ich muss auch mit dir sprechen. Aber du hast hier gerade mal richtig tolle neue Sachen. Die Lederjacke, die gefällt mir ja richtig gut. Die Hosen, die sehen immer so komisch aus. Da kümmern wir uns zur Not später drum. Aber das hier wollte ich eigentlich sehen. Das habe ich jetzt draußen gesehen. Von Mickey und seine Freunde soll das sein. Das sagt mir jetzt gar nichts. Okay, wir gucken noch mal eben ganz kurz hier oben. Oh. Sei gegrüßt, Nachbar. Von der Eiskönigin. Gut. Da haben wir diesmal nichts. Das kann sein, dass ich das schon habe, aber ich nehme es jetzt trotzdem. Ja doch, ich glaube, ich habe das tatsächlich schon. Auf Wiedersehen und bis bald. Sie hat ja viele Geschwister, also ist das nicht ganz so schlimm. Ich gucke hier vorne aber nochmal kurz. Das würde ich auch direkt nochmal mitnehmen. Einen schönen Tag noch. Das nehme ich auch 20 Mal mit. Wieso nimmt er das nicht? Hallo. Hey. Freundlichen Dank. Ja, ja. Die Lampe, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, die habe ich auch schon gehabt. Aber dann nehme ich trotzdem nochmal kurz. Und Geschenke kann man nie zu viel haben für ein Weihnachtswohnzimmer zum Beispiel oder zur Deko. So, und jetzt müssen wir aber mit dir nicht reden, sondern mit ihm, den ich angesprochen habe. Sei gegrüßt, Gameplayerin. Suchst du nach deiner nächsten Investition? Nun, ich habe jeden Tag neue Angebote. Ja, danke, danke, aber ich schaffe es leider nicht, jeden Tag hier reinzukommen. Tatsächlich brauche ich deine Hilfe. Die sonnige Ebene ist mit Gnu-Knochen übersät. Oh Gott. Gnu-Knochen. Ich habe sie ja mittlerweile auch kennengelernt. Ich hoffe, es sind nicht ihre Knochen. Ah, und Scar hat dich gebeten, sie für ihn zu beseitigen. Typisch. Weißt du, wann immer dieses und jenes für ihn tust, wird er es nie lernen. Es ist das letzte Mal. Ich verspreche es. Nun gut. Ich weiß, dass mein Geschäft stark von den neuen Produkten der sonnigen Ebene profitieren wird. Aber Scar muss lernen, nicht alles zu zerstören und zu erwarten, dass jemand anderes kommt und seine Probleme für ihn löst. Diese Form sollte deine Schaufel stark genug machen, um die Knochen zu entfernen. Oh, okay. Moment mal, wie funktioniert sie? Brauche ich noch etwas dafür? Ei, das wirst du. Aber ich bin nicht im Schau...
Schaufelreparaturgeschäft. Vielleicht kann Scar dir weiterhelfen. Auf Wiedersehen und bis bald. Juhu, bis bald. Jetzt muss ich wieder zu Scar zurück, okay. Der ist noch da. Ich hoffe, der rennt jetzt nicht gerade weg. Scar, nicht weglaufen. Nein, böser Scar. Bei Fuß. Komm wieder zu mir zurück. Boah, hat der aber ein... Ey, Alter, wo ist der denn jetzt? Da. Scar, bleib doch mal stehen. Wo rennst du denn hin? Brauchst nicht weglaufen. Oh, hallo. Hallo. Du bist zurück. Bedeutet das, dass ich in meinem ganzen Königreich umherstreifen kann? ich meinte natürlich dein Tag. Oder hast du noch mehr langweilige Fragen? Es gibt noch ein kleines Problem. Ich habe die Form, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Na, ich bin nur von Idioten umgeben. Sehen meine Pfoten aus, als wären sie für solche Dinge gemacht? Ich erinnere mich allerdings an etwas. Vor dem Vergessen hast du dafür trockenes Holz gesammelt und Dinge hergestellt, die du Eisenbarren nanntest. Oh, dann ist da natürlich noch die kleine Sache mit den Löwenkrallen, die du hinzugefügt hast. Wo finde ich Löwenkrallen? Bevor du uns im Stich gelassen hast und alle zurück in ihre Ebene fliehen mussten, streiften einige Löwen über die Ebene und kletterten auf die Klippen. Gelegentlich haben wir uns die Krallen an den Felsen gebrochen. Du musst in der Nähe der Klippen auf der sonnigen Ebene suchen. Kusch, kusch. Okay. Ich bin fertig mit dir. Das ist gut. Ich bin nämlich auch fertig mit dir. Eisenbarren, Moment. Ich müsste noch zwei Eisenbarren machen. Die, ja, da haben wir auf jeden Fall genug. Aber ich müsste tatsächlich nochmal Neues holen. So, dann noch die Löwenkrallen. 5 Löwenkrallen. Die müssen wir dann wahrscheinlich hier irgendwo einsammeln. Aber was heißt an den Klippen? Meinen jetzt die Klippen nach unten? Da, wo es Wasser ist? Wahrscheinlich, ne? Nein. Och, wenn ich es denn einmal haben will, ne? Oh, nein! Oh! Okay. Ich wollte eigentlich jetzt nicht buddeln, um die zu finden, die Krallen. Sondern eigentlich nur, weil ich gerade gesehen habe, dass hier was ist und ich ja schon lange nicht mehr gebuddelt habe. Aber okay, so geht's auch. Ja, perfekt. Die Frage ist jetzt, also er meint aber auf der sonnigen Ebene. Also können wir jetzt nicht ein Stück hochgehen oder so. Das Problem, ach hier ist noch was. Oh, das Problem ist, dass wir wieder was anderes zwischendurch machen müssen. Geh mal weg da. Ich sehe auch so schon nichts. So. Das ist wieder... Ja, was ist denn das? Gute Frage. Ein runder, felsiger Pool. Das sieht ja mal Hammer aus. Oh, ist das geil. Das sieht richtig geil aus. Oh, ich freue mich schon so darauf, wenn ich hier alles gestalten kann. Moment, das war jetzt die dritte Kralle, ne? So, ich habe hier noch... Das heißt... Hier müsste doch irgendwo theoretischerweise dann noch was sein. Wieso liegt hier Gold auf dem Boden? Moment. So. Okay, die Kralle haben wir. Das nehmen wir mal kurz mit. Weil das jetzt so groß ist. Ich brauche ja immer viele Steine. Ihr wisst das ja, wenn ihr mich schon länger verfolgt. So, die Frage ist jetzt, taucht jetzt hier noch was Neues auf? Ui, hi. Ich weiß es nicht, wie viele neue Freunde ich hier gefunden habe. Ne? Ja, das könnte es sein. Hier gibt es so viele nette Leute. Sag mal, Elsa, musst du mich hier so erschrecken? Ganz ehrlich, ich gucke einmal kurz nach oben und schon steht die vor mir. Hm. Oh. Hier sieht es langsam richtig toll aus. Ja, findest du? Finde ich noch nicht, weil ich wollte es eigentlich viel, viel schöner machen. Ich habe auch schon einige Ideen, aber dafür brauche ich ganz viele Rohstoffe und sehr viel Zeit, die ich jetzt... Ach so, ach, wo laufe ich denn eigentlich hin? Wieso laufe ich jetzt zum Dagobert? Ich muss das doch herstellen, ich Idiot. Brauche ich erstmal die Werkbank.
So. Wie heißt das Ding, was ich herstellen muss? Achso, Schaufel. Schaufelkopf, keine Ahnung. So, dann... Verbessere die Schaufel mit der Schaufel. Wie denn? Mit Rechtsklick, oder? Anscheinend ja. Okay. Entferne die Gnu-Knochen, die über die sonnige Ebene übersehen. Die über die sonnige Ebene übersehen. Ich habe jetzt heute wieder ein Deutsch drauf hier. Kann man das hier mitmachen? Ja, logisch. Ist ja die Schaufel. Das war jetzt eine sehr intelligente Frage, gerade von mir. Eieieiei. Okay. So, was haben wir denn hier? Leben, glaube ich, ne? Buddeln wir Leben mit aus. So. Nein. Ich dachte, dass wir jetzt endlich die Dinger hier frei machen können. Aber das können wir auch wieder nicht frei machen. Das ist doch scheiße. Kann man das nicht aufheben? Ne? Okay. Da sind noch welche. Ne, das sind wieder die ganz großen. So, Scar, ich hau dir hier mit der Schaufel eins über. Wo bist denn du? Ach, du kommst direkt zu mir. Das ist doch diesmal ausnahmsweise nett. Manchmal kann er auch nett sein. Hier, ne? Drüben, wenn du so freundlich wärst. Und manchmal tut er nur so. Ach, ich bin nur von Idioten umgeben. Wie bitte? Aha. Um fair zu sein, du bist nur eine halbe Idiotin, Gameplayerin. Immerhin hast du die Hälfte der Arbeit erledigt. Du bist die kleinsten Knochen losgeworden, aber die größten sind immer noch da und teilen die sonnige Ebene in zwei Hälften. Ich nehme an, das muss genügen. Fürs Erste. Aber ich werde nicht lange damit zufrieden geben, nur über die Hälfte meines Königsreichs zu herrschen. Wie wunderbar. Ja, damit wäre es gar jetzt durch. Jetzt habe ich ein Problem. Ich wollte eigentlich Erik gleich noch leveln. Aber, ja, wir können ja eigentlich, anstatt dem hinterher zu laufen, aber wir müssten Scar jetzt natürlich leveln, um hier weiterzukommen. Lanzenfisch habe ich, Buntbarsch sollte ich auch haben, Zitronen-Knoblauch-Schwertfisch. Zitronen-Knoblauch-Schwertfisch, da gucke ich mal nach. Zitronen-Knoblauch-Schwertfisch. Ich weiß nur nicht, ob wir einen Schwertfisch haben. Das ist das Problem. Ach, es wäre schön, wenn man einfach danach suchen könnte. Also was eintippen könnte. Zitronen-Knoblauch-Schwertfisch. Zitronen-Knoblauch-Schwertfisch. Da ist er. So. Das sieht lecker aus. Ich habe jetzt auch wieder richtig Lust, Fisch zu essen. Wobei, in der heutigen Zeit muss man ja wirklich aufpassen. Also die aus Spanien auf gar keinen Fall mehr essen. Weil die sind ja jetzt alle verseucht worden. So, dann schauen wir mal. Da müssen wir noch zwei Fische mitbringen. Einmal den Schwertfisch, meine ich, und einmal den... Ich weiß nicht, was das für ein Fisch war, keine Ahnung. Charaktere... Buntbarsch, genau. Ach nee, Schwertfisch war das nicht, Lanzenfisch. Naja, ist ja was Ähnliches, Lanze oder ein Schwert. Buntbarsch und Lanzenfisch, okay. Das ist hier nicht drin, ne? Ich mache das nur, auch wenn ich denke, dass es nicht drin ist... Gucke ich trotzdem nochmal nach. Buntbarsch. Oh, da haben wir fast gar keinen von. Oh. Das ist natürlich... Aber wir wollen ja Scar leveln. Ach ja, Mann. Teilt's doch einfach auf. So. So, ich denke nicht, dass das schon reicht. Aber wir können es trotzdem versuchen, dass wir ihn zumindest ein bisschen höher kriegen. Weil er müsste theoretischerweise auf Level 7 die nächste Quest haben. So, Scar ist wieder da oben. Lauf mir bloß nicht weg, Scar. Wo ist er? Sei gegrüßt. Was hast du auf dem Herzen?
Gameplayerin, es gibt einen Dorfbewohner, den du nicht besonders magst. Vielleicht jemand, der dich ständig nervt. Wen möchtest du lieber nicht um dich haben? Dich, Scar. Wobei, Ursula finde ich schlimmer. Nein, ich mag jeden. Jeden? Wirklich? Absolut jeden? Ja, wirklich, absolut jeden. Sabberst du? Wie enttäuschend. Kusch, kusch. Ich bin fertig mit dir. So, ich hab was für dich. Also, einmal den Fisch. Da grinst er. Ein Zeichen deines Respekts. Ich nehme es an. So, ich hab noch was für dich. Und zwar den anderen Fisch. Zack. Und mit dem Essen werden wir auf jeden Fall schon mal auf 7 kommen. In der Hoffnung, dass wir dann hier auch weiterkommen. Da. Ja, perfekt. Perfekt. Sehr, sehr geil. Was ist denn das bei 8? Ist das ein Knochen oder sowas? Keine Ahnung. Aber das sieht richtig cool aus. Jetzt hör mir gut zu. Nein, hör du mir zu. Ich will nämlich die nächste Quest mit dir machen. Jetzt lauf doch nicht weg, wenn ich dich anschaue. Ah, Gameplayerin, da bist du ja. Wenn du immer noch daran interessiert bist, mir zu helfen, mein, unser ganzes Gebiet zurückzubekommen, ich habe eine Lösung gefunden. Ich habe gerade Zeit. Nun, vor nicht allzu langer Zeit hast du einige der Gnu-Knochen entfernt, die auf der Ebene herumlagen. Genau, vor ungefähr 3 Minuten. Aber du konntest nur die kleinsten von ihnen entfernen, was wenig hilfreich war. Jetzt habe ich die Lösung, um alle zu entfernen. Du musst mit der Frau auf der Lichtung des Vertrauens sprechen. Mutter Gothel? Warum? Sie weiß etwas. Vor dem Vergessen schaffte sie es, die Knochen zu überwinden. Okay, ich werde sie fragen. Was ist zwischen euch beiden vorgefallen? Ja, das würde mich mal interessieren, eigentlich. Ich frag mal. Sie weigerte sich, wegen eines bedauerlichen Fehlers mit mir zu sprechen. Man könnte meinen, es war das erste Mal, dass sie von einem Löwen verfolgt wurde. Jetzt lauf und vergiss nie. Okay. Das bleibt unser kleines Geheimnis. Den Spruch kennen wir doch. Simba, lauf, das bleibt unser kleines Geheimnis. Wer kennt sie nicht, die Walt Disney-Filme? Ach so, Moment, jetzt reise ich zu ihr. Sie ist doch gar nicht da. Ich bin ja auch so doof. Wo ist sie denn überhaupt? Da. Ach. Die ist gerade am Einkaufen. Wieso sagt mir das denn keiner? Weiber, immer nur am Shoppen hier. Hi. So, laufen wir bloß nicht raus, wenn ich reingehe. Ach, tu mir einen Gefallen, Schatz. Ja? Ja. Was denn? Weil ich muss eigentlich einen von dir haben. Oha, da sucht jemand einen mütterlichen Rat. Wie kann ich helfen, meine Liebe? Eigentlich versuchen Scar und ich... Sag mir nicht, dass du immer noch mit dieser Kreatur abgibst. Mein Rat ist, ihn sofort aus dem Tal zu verbannen. Weißt du, dass er versucht hat, mich wie eine Art Beute zu jagen? Vor dem Vergessen sammelte ich Kräuter und ich spürte, dass mich etwas verfolgte. Dieses Etwas hatte hungrige Absichten. Er tat so, als wäre alles nur ein Versehen, aber ich wusste, das war eine Lüge. Er war auf der Suche nach einem Branch und beschloss, dass ich es sein sollte. Ich bin sicher, das war nur ein Missverständnis. Er leugnete es natürlich, aber ich konnte in seinen Augen sehen, dass ich für ihn ein 3-Gänge-Menü plus Nachspeise war. Wenn es gar mehr Platz zum Umherstreifen hätte, gäbe es diese Probleme vielleicht nicht. Ich versuche, die andere Seite der sonnigen Ebene zu erschließen. Eine Wand aus Gnu-Knochen blockiert die Brücke. Oh ja, ich glaube, ich habe eine Lösung für dein Problem. Hör dieser kleinen Geschichte gut zu. Vor langer Zeit gab es eine junge, schöne und brillante Frau. Lass mich raten, es war Mutter Gothel selber. Die Frau war natürlich ich. Tada! Ja, das habe ich mir schon gedacht. Diese junge, brillante und schöne Frau studierte die Löwen und erfuhr etwas, was man den ewigen Kreis nennt. Für sie gibt es eine Ordnung in der Welt. Und jedes Lebewesen nimmt daran teil. Die Löwen fressen die Gnus, aber wenn die Löwen sterben, werden sie selbst zu Gras, das die Gnus fressen.
Manche würden es als poetisch bezeichnen. Nun, als ich vom ewigen Kreis erfuhr, wurde mir klar, dass darin eine Macht liegen könnte. Also habe ich Merlins Bibliothek durchforstet und ein Rezept für einen Trank gefunden. Um die Knochen zu entfernen, musst du diesen Trank brauen und ihn auf deine herrschaftliche Schaufel auftragen. Alles klar. Finde die Zutaten, braue den Trank, rette den Tag. Aber was brauche ich für einen Trank? Ach, nur die üblichen Sachen. Ein paar gereinigte Nachtscherben, um ihnen einen Funken Magie zu verleihen. Und ein paar alte Knochen. Je älter und brüchiger, desto besser. Wo soll ich die finden? Nun, es gibt tief in den Minen unter der sonnigen Ebene Fossilien. Die sollten genügen. Die Minen sind riesig. Da werde ich ewig suchen. Oh, ich kann dir dabei helfen, wenn du ein paar einfache Anweisungen befolgen kannst. Wenn du in die Minen gehst, bieg links ab, geh ein Stück, nimm die erste Abzweigung nach rechts und bieg dann wieder links ab. Also links, rechts, links. Links, genau. Links, rechts, links. Okay, ich glaube, das schaffe ich. Sobald du die alten Knochen hast, musst du einen Weg finden, sie in Asche zu verwandeln. Scar sollte wissen, wie das geht. Er scheint eine Vorliebe für Zerstörung zu haben. Okay, ich werde ein paar alte Knochen in den Minen suchen, ein paar gereinigte Nachtscherben besorgen und mit Scar reden, um herauszufinden, wie man das alles zu einem Trank verarbeiten kann. Diese Unterhaltung ist jetzt beendet. Danke. Ja, und das links, rechts, links, das hast du jetzt wieder vergessen, oder was? Das hast du nämlich nicht wiederholt. So geht das nicht hier. Achso. Ah, nein, da will ich hin. So, dann gehst du auch mal darüber. Ach so, nee, das hatten wir schon erledigt hier mit rechts. Also, wir sollen erstmal nach links gehen. Dann etwas weiter. Wenn wir schon mal hier sind, können wir die eigentlich mal kurz mitnehmen, oder? So, dann etwas... Oh, nee. Dann etwas weiter und nach rechts. Das wäre dann ja hier. Und dann gleich wieder nach links. Vorausgesetzt, sie meinte auch das rechts, rechts, wo man reinläuft. Das könnte eventuell noch problematisch werden. Ja, links wäre dann theoretischerweise hier. Hier ist natürlich jetzt nichts, war ja klar. Sie hat mir einfach den falschen Weg gesagt. Aber sie hat zu mir gesagt, links, rechts, links. Ich bin nach links gegangen, ich bin nach rechts gegangen. Und nach links und da war nichts mehr. Egal, wir gehen trotzdem noch mal kurz durch die Höhle. Ich meine, so riesig ist die ja nicht, wie ich jetzt eben getan habe, beziehungsweise wie sie eben gesagt hat. Da kommen wir auch nicht weiter. Achso, jetzt sind wir da von der anderen Seite. Oh, halt. Können wir hier noch was einsammeln? Ich sehe hier überhaupt nichts. So. Ich denke mal, die will irgendwo... zum Ende die Knochen holen, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich gehe hier einfach einmal durch. Kann ich hier auch direkt nochmal alles mitnehmen. Das mache ich zwar normalerweise immer offline, wenn ich das schon mache. Aber ist ja nicht schlimm. Hoffe ich zumindest. So. Da können wir auch noch was holen. Vor allem ist da viel Gold drin, habe ich festgestellt. So. Da. Also oben sind auch keine Knochen, oder? Ich muss tatsächlich nochmal den Weg entlang gehen, aber dann anstatt rechts vielleicht doch nochmal links gehen oder so. Ich weiß es nicht. Also hier oben, denke ich mal, meint sie nicht. Das war ja nur die Sache mit dem TNT. Ach, Mensch, Erik, geh mir doch mal aus dem Weg raus. So. Sind in der Mine unter der sonnigen Ebene. Achso, das ist jetzt nur hier, wo wir uns gerade befinden. Also die Mine selber. Das nehmen wir auch noch kurz mit. Dann gehen wir mal aus dem Weg, bitte. Ich dachte gerade schon, ich habe was vergessen. So, also diesen Weg sind wir jetzt hier entlang gelaufen. Da hinten ist aber doch noch was. Da waren wir noch nicht. Haben wir den einfach übersehen?
Also hier sollen wir uns ja eigentlich gerade aushalten, hat sie gesagt. So, hier kommen wir ja eh nicht weiter. Also wir sind links reingegangen und jetzt sind wir rechts gegangen. Und hier sollten wir ja links gehen. Oh, Moment. Da sind welche. Sind wir hier rechts gegangen? Ich bin mir gar nicht sicher. Aber so oder so, dann haben wir auf jeden Fall noch mal ein paar Sachen hier mitnehmen können. Das ist doch schon mal schön. Moment, wie komme ich jetzt gerade wieder? Achso, von der Seite sind wir gekommen. Ja, klar. Wäre auch schön, wenn ich mich bewegen könnte. Komm, weiterlaufen, weiterlaufen. So, gereinigte Nachtscherben. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie viele Nachtscherben ich überhaupt noch habe. Da schauen wir mal. Ich war auch schon überlegen, ob ich das nicht einfach wegstellen soll hier und da einfach so einen Brunnen oder sowas hinmachen. Das wäre bestimmt auch ganz cool. 10, glaube ich, brauche ich, ne? Gereinigte. Ja, also das reicht auf jeden Fall locker, aber ich sollte definitiv nochmal neue farmen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir brauchen die jetzt immer wieder. So, kehre zu Scar zurück. Der ist im Moment da vorne. Scar! Da bist du ja. Ja, so sieht man ihn gar nicht mehr. Ein Haufen alter Knochen-Gameplayerin. Erzähl mir nicht, dass sie versucht, mir damit Angst zu machen. Mutter Gutel sagt, ich soll sie in Asche verwandeln. Und dann sagte sie etwas über den ewigen Kreis. Sie sagte auch, dass du einmal versucht hast, aus ihr ein Drei-Gänge-Menü zu machen. Oh, das schon wieder. Pah, ich habe sie nicht gejagt. Ich habe lediglich auf der sonnigen Ebene patrouilliert, um die Sicherheit des gesamten Dorfes zu gewährleisten. Mhm, komm schon, Scar, das kaufe ich dir nicht ab. Aber es ist die Wahrheit. Ich schwöre es. Ich habe gesehen, wie sie etwas in der Erde vergrub, bevor sie davonlief. Natürlich war ich um die Sicherheit des Dorfes besorgt, also beschloss ich, der Sache nachzugehen. Eine geheimnisvolle Blume wuchs dort, wo sie gegraben hatte. Es dauerte nicht lange, bis sie zurückkam. Also habe ich die Gelegenheit genutzt. Sie hat eine Blume gepflanzt? Das ist seltsam. Ja, und sie sah durch einen Gegenstand, den sie dem Schwätzer mit der spitzen blauen Feder gestohlen hatte. Also, dem Merlin? Sie begrub die Asche von den alten Knochen und eine Blume wuchs. Das ist es, was sie mit dem ewigen Kreislauf meinte. Aus den alten Knochen wurde eine Blume, buchstäblich. Oh je, du fängst schon an zu plappern wie der verrückte Mandril meines Bruders. Wir haben nur ein Problem. Wie können wir diese Knochen in Asche verwandeln? Ja nun, ich habe vielleicht eine Lösung. In meiner Höhle gibt es einen vulkanischen Geysir. Lege die Knochen dort hinein. Die Hitze und der Druck sollten ausreichen. Dann wirst du wohl die Asche einsammeln und vergraben müssen. Ist das alles? Klingt ziemlich einfach. Vergiss nicht, die Blume zu gießen, sonst wird sie nicht wachsen. Okay. Jetzt lauf und vergiss nie. Das bleibt unser kleines Geheimnis. Ja, ja, Scar, ja, ja. In dem vulkanischen Geysir in Scars Höhle. Oh, da haben wir noch was. Nehmen wir doch direkt mit. Meint ihr das hier? Ja. Okay, das einmal rein. Und zack, kommt direkt die Asche raus. Das ging schnell. So, Scar, was machen wir denn da am besten? Ich würde sagen, irgendwo auf der sonnigen Ebene, dass wir das vielleicht hier hin machen. So. Dann einmal die Asche da rein. Ja, und es regnet ja jetzt auch gerade, genau. Sorge für die Blume der Knochen. Das heißt, dass wir das mal wieder nicht zu Ende machen dürfen, sondern dass wir jetzt hier wieder warten müssen, so wie es aussieht. Ah, solche Aufgaben hasse ich wirklich wie die Pest, weil man dann nicht die Aufgabe in einer Folge zu Ende machen kann. Ja, dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich dann die Möglichkeit auch bekomme, das Ganze direkt schon mal für euch hochzuladen. Und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.